Es geht um den Zusammenhang von gesundem Boden, gesunden Pflanzen und Menschen. Wir haben heute eine Situation, wo die meisten Böden ausgelaugt sind, nicht mal mehr die wesentlichen Spurenelemente haben, gepäppelt werden mit ganz einseitig ganz wenigen Makronährstoffen wie Stickstoff, Phosphor, Kalium und so halt die Pflanze nicht wirklich sinnvoll versorgt wird. Das hilft, die Böden zu zerstören, und die zerstörten Böden sind nicht in der Lage, die Pflanze vernünftig zu ernähren. Jetzt kann man das Ganze zum Glück sehr leicht umdrehen und man kann die Böden so verbessern, dass wir eine gute Bodenbiologie haben. Diese Bodenbiologie kann sehr, sehr schön die, ja, Ernährung der Pflanze sicherstellen. Und es stellt sich immer mehr raus, dass die Bodenpilze das Entscheidende sind. Da gibt es halt die Mykorrhiza, die mit der Pflanzenwurzel zusammen eine Symbiose bilden. Und in einem gesunden Boden können halt diese Mykorrhiza-Pilze auch aus größeren Tiefen und ja, einfach auch aus für Wurzeln nicht erreichbaren Regionen im Boden Nährstoffe herausholen. Und das ist eine Sache, die ganz fantastisch ist. Ich kenne einen Fall von Produktion von Ölpflanzen, wo halt die Pflanze mit ihrer sehr spezifischen Mykorrhiza. Manche Pflanzen haben Mykorrhiza, die nur mit diesen Pflanzen zusammen vorkommen und die aber oft fehlen. Und in dem Fall wurden halt die Mykorrhiza entsprechend zugegeben. Und die Pflanzen, die sonst sehr oft krank sind, wurden alleine davon sehr viel gesünder. Und die Qualität dieses Öls war dann so gut, dass der Hersteller das jetzt nicht mehr als Öl verkauft, sondern als Nahrungsergänzung. Und da ansonsten aber nicht weiter drüber redet, weil natürlich die Versuchung, jetzt da das ganz, ganz große Geld zu machen, sehr groß ist. Und das ist etwas, was aber ja einfach anders werden kann. Die Informationen gibt es, die sind zugänglich. Das ist etwas, wo man halt einfach so ein bisschen schlau agieren muss. Das Feld der Bodenpilze ist sehr, sehr weit. Es gibt unglaublich viele Spezies, das meiste davon völlig unbekannt. Und im Reich der Pilze gibt es 1,5 Millionen bis 3 Millionen Spezies. Fast nichts davon ist bekannt. Also wir verstehen leider von der Natur bisher nur sehr, sehr wenig, und zugleich wird dieses wunderbare Netzwerk von Pflanze, Wurzel, Boden, Pilze und Boden selber bisher sehr vernachlässigt, aus kommerziellen Gründen. Und jetzt ist es aber wichtig, damit Menschen und Tiere und Pflanzen gesund bleiben, dass die Produktion so geregelt wird, dass halt die Pflanzen alles haben. Und wenn das Bodenleben angereichert wird, dann würde, ja, jetzt ist halt Kürbiszeit, ne? Und wenn wir jetzt so einen Kürbis essen, dann ist natürlich jetzt Kürbis nicht Kürbis, sondern wenn dieser Kürbis in einem guten, lebendigen Boden gewachsen ist, dann wird er eine ganze Menge Nährstoffe haben, die ansonsten fehlen. Was auch interessant ist, wir sollten eigentlich sehr viel mehr von Bäumen essen, weil die meistens in natürlicheren Bedingungen wachsen mit gutem Boden. Ich habe jetzt ja Herbst, Kürbiszeit, aber auch Esskastanienzeit. Ich habe sehr viel Esskastanien jetzt dieses Jahr gepflanzt und pflege die jetzt. Man muss Bäume lange pflegen. Und diese Esskastanien sind halt sehr, sehr hochwertig. Es gibt Kastanienmehl auch inzwischen in den Bioläden. Und das hat halt in der Regel sehr, sehr viel mehr Spurenelemente und schmeckt auch richtig klasse.
Ja, und jetzt ganz kurz dazu, wie man das machen kann. Also wie können wir das Bodenleben so anreichern? Da gibt es halt ja eigentlich verschiedene Wege, dahin zu kommen. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass kaputte Böden einerseits ja selber sich nicht versorgen können oder das Bodenleben in diesem kaputten Boden wird nicht versorgt, stirbt dadurch weiter ab und wir haben dann das Problem, dass die Produktivität runtergeht, die Qualität schlecht ist. Schlechte Qualität ist heute das, was das normale, ja, normale in Anführungsstrichen sein oder für das Normale gehalten wird, weil wenn das Bodenleben plötzlich da ist, dann kriegt man ja erstaunte Anrufe vom Labor. Moment mal, was ist hier? Unser Gerät ist kaputt. Diese Werte gibt es sonst gar nicht. Und das ist etwas, was halt sehr wichtig ist, um uns alle gesund zu halten. Ja, das Bodenleben anreichern, da gibt es halt verschiedene Wege. Und der Königsweg ist halt tatsächlich, dass man von Standorten, die guten Boden hat, die haben, sich ja was zusammensammelt. Man nimmt einen großen Kübel, fährt durch die Gegend und guckt, wo ist der Boden besonders gut. Nimmt sich dann jeweils da eine Schaufel raus. Und wo Boden gut ist, sieht man daran, dass die Pflanzen extrem gesund sind. Und wenn die Pflanze eine Wachsschicht auf den Blättern hat, so richtig dunkelgrün mit Wachsschicht, dann ist sie normalerweise sehr gesund. Und da holt man sich dann eine Schaufel. Auch sonst, wenn man Pflanzen hat, die spezielle Mykorrhizen brauchen, wie Blaubeeren zum Beispiel, geht man dahin, wo Blaubeeren sehr, sehr gut wachsen. Dann holt man sich aus dem Wald auch ein paar Schaufeln Laubhumus. Laubwald hat oft sehr dicken, tollen, guten Humus, der fantastisch riecht. Und darin sind sehr, sehr, sehr viele Bodenpilze. Und so kann man halt eine Mischung sammeln, die man dann ja einfach mal durchmischt im trockenen Zustand. Da nimmt man sich so viel raus, wie man jetzt verarbeiten möchte. Und dann nimmt man eine ja, Spritze im größeren Maßstab oder halt eine Gießkanne, wenn man im kleinen Maßstab arbeitet. Und für die Spritze muss man halt einmal durchsieben. Und nimmt diese Menge, die man verarbeitet, verdünnt die mit Wasser, rührt das richtig durch, dann halt, wie gesagt, das Sieben, falls mit Spritze verteilt wird, und dann bringt man das in den Boden ein. Am besten beim Säen, aber auch wenn man eine Bodenbearbeitung macht, also wenn man zum Beispiel hackt oder grubbert. Man muss, um Biologie neu aufzubauen, das dann machen, wenn der Boden gestört wird. Der Boden hat sonst eine Art Immunabwehr und würde keine andere Biologie aufnehmen. Ja, und so kriegt man dann halt schon mal die Bodenbiologie hin. Dann hört man auf mit diesem Unsinn von Pflügen oder Umgraben. Zum Start einer Kultur ja, aber nicht im normalen Anbaubetrieb, weil die Bodenpilze, wie gesagt, da immer wieder kaputt gehen. Und so kann man dann dafür sorgen, dass die Böden ja im Grunde schon mal sehr viel besser sind. Jetzt haben wir aber das Problem, dass halt viele Böden erstmal die Spurenelemente nicht so richtig haben und erst eine gute Biologie das wieder macht. Aber damit die Biologie richtig funktioniert, brauche ich die Spurenelemente. Und insofern macht es sehr viel Sinn, die Spurenelemente erstmal anzureichern. Und insofern ist da auch nötig, dass man halt da entsprechendes Wissen drüber hat. Die gesetzlichen Regelungen sind bisher meistens so, dass wissenschaftlich gut belegte Dinge
sogar verboten sind. Und es ist aber auch zu beachten, dass viele der Spurenelemente bei Überdosierung sehr schnell auch giftig werden. Bei Kupfer zum Beispiel, ne? Kupfer ist ein wichtiges Spurenelement, aber wird dann auch schnell giftig, wenn das zu viel wird. Da muss man genau wissen, was man tut. Und zu diesem Thema hat Dr. Stefan Hügel fantastische Arbeit gemacht. Ich gebe einen Link zu seinem neuesten Interview. Er ist dabei, ein Buch zu veröffentlichen zu diesem Thema, wo das Thema Gesundheit und Spurenelemente dann sehr gut wissenschaftlich basiert aufgebaut ist. Und in diesem Interview werden die Grundlagen mal dargestellt, absolut weitreichende Dinge. Und insofern ist das auch etwas, wo die Böden erstmal beim Aufbau mitversorgt werden müssen. Im biologischen Anbau wird das üblicherweise mit Steinmehlen gemacht. Und die Steinmehle können aber auch nur bei einem gut funktionierenden Boden leben, diese Spurenelemente rauslösen. Und da ist es dann so, dass wir ja, Böden, diese gute Biologie haben, dieses Steinmehl auch verarbeiten können. Während wenn der Boden gepflügt wird, was leider im Bioanbau auch immer noch passiert oder größtenteils passiert, ist völliger Widerspruch zu allem, was man ökologisch eigentlich machen würde. Und zum Glück stellen jetzt immer mehr Bauern um. Und dann kann halt das Bodenleben sich gut aufbauen. Ja, das war so, was ich erzählen wollte zu Kürbis, zu Esskastanie, zu Bodenleben. Und wenn die Böden gesund sind, sind die Pflanzen gesund, sowie die Tiere und Menschen. Und dahin sollten wir agieren. Dankeschön.